So, YouTube, hallo, herzlich willkommen zu Geotastic. Wer hier öfter zu Gast ist, der weiß, was jetzt kommt. Wir machen ein Custom Local Game, suchen unser Preset raus, da ist es, und wir machen drei Runden nur noch, also drei Runden, mit unendlicher Zeit und versuchen, die genaue Position herauszufinden, wo wir sind. Das gibt 18.000 Punkte und ich würde sagen, wir starten rein. Und wo es hingeht? Ich sage Philippinen, da waren wir lange nicht. Oh, Bhutan. Okay. Das ist sogar richtig gut. Wow, die haben hier sogar... Okay, wir können ja eigentlich nur in der Hauptstadt sein, was? Also, so viele Kreuzungen gibt es nicht. Wir können eigentlich nur genau hier sein. Das werden wir nochmal vergleichen. Also, so ein dankbares Land. Thimphu, Bhutan, das passt. Wir stehen am einzigen Kreisverkehr im gesamten Land. Das sollte also auch stimmen. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr herausfinden können. Nach Süden. Die Straße nach Norden ist sehr lang. Die nach Westen geht nach Süden. Ja, okay. Und wir stehen hier so wahrscheinlich. Das Einzige, was mich stutzig macht, dass die runde Ecke nicht eingezeichnet ist. Nicht, dass es noch einen zweiten Kreisverkehr hier hinten gibt oder so. Dass wir uns da gerade reinreiten oder hier noch einer ist, der vielleicht besser passen würde. Hier ist nämlich auch noch. Und da geht es aber größer ab, würde ich sagen. MGC und Wangchen General Shop. Wir können mal gucken, ob wir das irgendwie lesen können. Latin Bees. Sehen wir Latin Bees. Und eine Pharmacy müsste hier nach Norden sein. Ja, da ist die Pharmacy. Kuhenfen Medical Shop. Okay, damit haben wir es verifiziert und Login und 6,80 Meter. Ja. Erste Runde lief doch ganz gut. Und wo geht's in die zweite hin? In Schrotthausen. Willkommen im Trailerpark Amerika. Das sieht doch schon wieder ganz klasse hier aus. Da würde man doch gerne der Nachbar sein, der hier wohnt. Oh, ist das herrlich. Was für ein schöner Anblick. Jo, aber wenigstens gibt's gratis Propan und Autotüren. Immerhin das. So, eine Kirche, sehr freistehend, aber wenigstens eine große Straße. Center Lane only, na gut. Wir haben auf jeden Fall Rechtsverkehr. Ah, da war es schon. Junction auf der 283. Okay. Wenn ich mich jetzt noch an das System erinnern könnte, 278, 59, 70. Okay, ich glaube, ich erkenne kein Muster gerade. 283, sehr gut. Wir haben sie. Jetzt müssen wir eigentlich nur rausfahren, herausfinden, welche Stadt wir haben. Und ich würde sagen, dann wissen wir schon genau, wo wir sind. Oh, an der Kante zur... Da müssen wir vielleicht gar nicht rausfahren. 6. Da ist eine 6, ist aber nicht die 6. Das ist eine 60.
50, 4, 70. Ich darf nur nicht verlieren, wo sie lang geht. Hier habe ich sie verloren irgendwo. An der Stelle hörst du auf zu existieren in Lexington. Okay, ich habe jetzt keine 6 gesehen, außer die Lokale. Können wir südlicher? Die fängt hier aber auch erst an, nicht? Ah, nee, die geht auf die 34 über. Man muss wieder ranzoomen. Ganz klasse. Okay, dann sieht man sie auch hier weiter. Und verlieren uns hier. Was auch nur die 183 ist. Vielleicht die 34, sehen wir die? Ich meine, hier ist 34, 6 und 283, aber das sind nicht die mit diesen Zäckelchen. Das ist 64, da ist noch eine 34, noch ein Lexington. Wow. Okay. 9. Noch ein Lexington. Vielleicht geht die ja auch hier irgendwo hinten dann weiter. Ich hoffe mal nicht. Oder überspringt einfach so ein bisschen was und geht dann hier wieder raus oder so. Das gibt's ja auch manchmal. Aber eine 34 und eine 6, sowas müsste man doch sehen. Hm. 80, 60. Weil das, die müssten noch rund sein. Weil sonst müssen wir. Ja, ansonsten gibt es gar keinen Ort, wo man sein könnte. Die laufen nicht zusammen. Das sind die nicht. Okay, wir fahren mal ein Stück. Vor allem, warum auf einmal zwei andere auftauchen? Dann ist die eine Nord-Süd, die andere Ost-West. Ja, könnte auch Sinn machen. Schön John Deere-Dinger am Rand. Oh, da haben wir einen Namen. Vielleicht hilft das ja schon. Einfach um die Höhe einzugrenzen. Atlanta! Ich hoffe, das Atlanta. Wenn es nicht das Atlanta ist, dann wäre doof. Aber Atlanta ist hier hinten. Gibt es hier auch noch eine 283? Und das ist nach Osten 24 Kilometer. Also müssten wir hier irgendwo sein. In der Ecke. Sehen wir hier eine 6? Aber hier sind auf jeden Fall die niedrigen Zahlen natürlich. Macht ja auch Sinn. Eine 1. 17. 4. Was haben wir da noch? Holdredge. Aber Holdredge ist noch weiter weg. Gut. Wie gesagt, wer weiß, ob es dieses Atlanta ist, nicht? Gibt es wahrscheinlich auch in jedem Staat 2 von oder so. Macht mich trotzdem sehr unglücklich. Wenn die 280 geht hier immerhin lang. Warte mal, wir fahren nach Osten nicht. Nach Nordosten, dann müssen wir hier sein. Manchmal vertausche ich das im Kopf. Da müsst ihr mich warnen. Da habe ich mir schon oft ein Ei gelegt. Nicht? Ich gucke. Ah, wir fahren nach Osten, also fahre ich nach Westen auf der Karte. Aber nein, ich komme aus dem Westen, fahre trotzdem mehr nach Osten. Oh, das ist. Da weicht der Kopf manchmal schneller ab, als einem lieb ist. Hier ist die 78, nicht? Okay, dann schlängelt die sich irgendwo. Hier verschwindet sie, dann kommt sie hier wieder raus. Dann geht sie hier nach unten. Oh, okay. Verrückte Straße auf jeden Fall. Sehen wir denn die 6?
11 sehe ich. Vierunddreißig sehe ich auch nicht hier in der Ecke. 69, 43. Vierundsiebzig, 25. Okay, ich will jetzt wissen, wie dieser Ort heißt. Jetzt sag es mir endlich. Sonst haben die doch immer riesige Schilder da stehen. Willkommen in! Komm hier, größter Maiskolben der Welt. Elk Creek. Was haben wir hier? Microwaves and Refrigerators. Okay, dass man damit überhaupt werben muss mit dem Kühlschrank, ist schon traurig. Aber gut. Andererseits, wir brauchen auch eigentlich einen Urlaub, einen Kühlschrank. Okay, ich dachte, ich kann zu dem Schild. Aber nein. Gut, ich glaube, jetzt kommt hier natürlich in 20 Kilometern sehr wenig. Weiß ich nicht. Okay, ich speichere mal die Ecke. Wir gehen nochmal zurück. Tja. Vielleicht versuchen wir in die andere Richtung zu fahren hier vorne. Das ist das Einzige, was mir erstmal einfallen würde. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf die große Straße gekommen bin. Wahrscheinlich fahre ich jetzt eh gleich wieder im Kreis. Und da sind nur irgendwelche Werke. Ich meine, immerhin Straßennamen haben wir auch. Das heißt, wenn wir es haben, dann haben wir es relativ schnell. Hier haben wir doch mal was. Health System Tree Valley. Hilft jetzt auch nicht so sehr. Road Construction. FRO. Nebraska Avenue. Okay. Ich meine, das hier führt aus der Stadt raus. Dann versuchen wir es mal auf der Route. Truck Route. South Park. Wir sind in South Park? Ich habe South Park anders in Erinnerung. Nebraska Avenue. Okay, wir wissen die Straße. Wir wissen, es gibt Schienen hier. Okay, da ist doch dieses riesige Schild, was ich gesucht habe. Arafoe. Ich meine, hier ist immerhin auch Athens. Athen, Alabaster, Alexander, Auburn, Andersonville. Ardmore. Und ich meine, sobald ich in die Nähe einer anderen großen Stadt komme, würde ich nicht mehr Atlanta ranschreiben. Gut, um 24 Kilometer sind wie viel hier? Ja, ganz ehrlich, das
ist ja noch auf dieser Höhe hier 24 Kilometer von da. Also so weit weg kann es ja dann doch gar nicht sein. Dann können wir eigentlich nur hier irgendwo sein. Ich weiß trotzdem nicht, wo die 6 und die 34 sein sollen. Ist die 27? Da ist Dallas. Oder gibt es halt noch irgendein Atlanta irgendwo anders? Egypt. Ich meine, so klein ist unser Ding ja jetzt gerade immer nicht. Huntsville. Ich würde ja hier erwarten, dass eher die beiden dran stehen als das da. Wahrscheinlich sind wir in einer ganz anderen Ecke. Und deswegen passt es nicht. Und diese komischen Straßen schlängeln sich irgendwo zusammen an einer anderen Ecke. Muddy Creek. Bei kleineren Ländern kann man nach sowas suchen. So, jetzt fahren wir auf der 283 Richtung Süden. Ah, das ist die 278. Upsi. Es gibt halt hier keine 283. Nicht? Das ist so das Problem. Ich meine, und die Straßen hier würden anders halt aussehen, von den Markierungen her. Das passt also auch nicht. Ich meine, Nebraska Avenue, da könnten wir hier irgendwo sein, aber da sind wir schon mal gewesen. Die haben eigentlich ja nur eine Straße. Und ich glaube, die hatten gar keine Nummerierung hier oben, weil sie halt nur die eine Straße haben. Der Rest ist ja mit Flugzeug nur erreichbar irgendwie. Das kann es also auch nicht sein. Okay, dann wird es doch da sein, wo wir vorhin waren. Elk City. Wie heißt denn der Fluss hier? Hat keinen Namen. Nachher sind wir in sowas hier drin. Ah, oder die ist so gekennzeichnet, die kleine. Und ich sehe sie deswegen nicht. Das kann natürlich auch wieder sein, dass das so ein Mist ist. Magnum. Wie hieß der Ort? Abatoa. Venom. Hier geht sie weg. Geht auch nicht auf eine andere über, oder? Das hier sind ganz viele. 183, 287, aber nicht unsere. Ist die hier doppelt belegt? Highway 70? Nö. Und die ist auch nicht doppelt belegt. Doch, da ist 900 irgendwas. Das heißt, wenn wir nicht irgendwo durch Zufall hier unten noch eine 283 haben. Hier ist eine 81 halt. Dann so. Abatoa. McQueen.
Ich meine, wir sind hier genau auf der 283. Willow, Brinkman. Schon wieder ein Willow. Ein Golfkurs, ganz wichtig. Roll. Arnett. Schatschuk. Texas Sign. Brickford. Laverne. Roston. Englewood. Jetzt kommen wir ja schon eher Richtung North bei der Straße. Mineola. Dodge City. Ich meine, hier gibt's auch nichts. Jetmore. Ness City. Wakini. Hill City. Hier ist wieder nix. Norton. Oh, war kein gutes Programm. Aber hier ist eine 36. Immerhin keine 34, aber schon mal dichter dran. Arafur. Hier, Arafur, da haben wir's. Da oben. Da ist doch die 34. Sehr gut. Wo ist denn das von da, wo wir vorhin waren? Ach, unter Lexington. Da, wo die aufhört. Okay, das ist natürlich krass, dass das denn das Haus ist. Also, ich meine, die Straße beginnt hier. Aber das ist das Haus? Na gut. Ich hinterfrage das nicht. Hätten wir vorhin den Stadtnamen gehabt, dann hätte ich es wahrscheinlich eher gesehen. So, wie hieß die Straße jetzt? Da. Tens, Ecke, Locust oder sowas. Fünft, neunzehnt, Ecke, Locust. So, und das liegt Richtung Süden bei uns. Habe ich auf der Seite eine Straße? Das könnte als Straße gelten. Dann kann man nicht reinfahren. Ne, das hier ist die Straße. Okay. Aber die ist schon die nächste Kreuzung, nicht wahr? Das heißt, das hier müsste Main Street sein. Ne, ist die Elm Street. Ach ja, ist ja auch südlich. Das heißt, wenn das die Elm Street, dann sind wir genau hier. Okay, und das sind Straßen anscheinend hier. Puh, okay. Finish. 1,11 Meter. Geht doch. Und damit geht's in die dritte Runde. Jetzt haben wir aber noch genug Zeit. Ah, guckt mal. Wo sind wir nur gelandet? Ein Wassertruck. Sehr schön. Wasserversorgung, immer wichtig. Ah, Italien, oder was? Gabonesti. Craiova. Melanesti. Irgendwie so vielleicht in die Ecke. Craiova. Ich meine, das müsste ja relativ groß sein. Wenn es so weit weg ist. Ich meine, das hier sind 50 Kilometer. Das heißt, ja, fast so ein halbes Ding hier. Und Giu. Ist das wirklich Italien? Exacta sa. Ist das irgendwie I? Nee, das ist irgend so eine Mischform, nicht? .com. Köber. Das sieht auch ein bisschen sehr runtergekommen aus. Wir fahren mal in die Sonnenseite. So, wie heißt der Ort hier? Ungarn? Oh. Okay.
Oder Rumänien? Nee, wartet. Einer von denen hat rote Dinger. Die hier. Dragasani. 87b. Okay. Das erste hat sich alles wie Italien gelesen und dann kam die Stutzerei, nicht? 11. 6 ist hier. 61. Wo ging die 6b ab? Die 6b war sowas ganz Kleines. 6h. 6f. Ah, die habe ich nämlich schon mal gesucht. 6. Hört einfach auf. Da gehst du weiter. Okay. 6F. Muss ja dann recht am Anfang sein diesmal. 6. 6. 6. 6. Wo ist 6B? 6. Ganze Zeit. F, G, H. Aber wo ist jetzt B? Boah, okay. Ganz andere Richtung. Hier ist Ende. Okay, 67. Dann gucken wir nach der. 58, 57, 67. Hier irgendwo. Was hier ist 67D. Wir suchen ja 67B. Hier ist nur 67. A, 65, 65a, ich glaube, hier ist schon falsch. Hier ist auch schon 6f, 61, 6h und dann sind wir im Bukarest. Ich meine, oder es macht so einen komischen Bogen von den Benennungen und hier geht's wieder weiter, wenn wir hier rauskommen würden. Vielleicht ist die A3 die 6 und ich sehe es wieder nicht. Nee, sieht gut aus diesmal. Fundella. Okay, dann ist vielleicht A und B und sowas nicht eingezeichnet. Das könnte natürlich sein. Ich meine, 57B würde ich sehen. Hier ist 67. Und hier ist 67A. So, das heißt, irgendwo an der 67 müsste ja 67B abgehen. Hier. Hier ist 67B. Und hier ist 6B. Warum? Ah, die geht nicht direkt von der 6 ab. Ah, in der Stadt geht die 6B raus. Die ist nicht so klein, wie ich dachte. Die ist hier, das ganze Stück sogar. Ich dachte, die ging nur so ein Stück hier. Und dann war es vielleicht D oder so. Okay, dann haben wir es ja. Also wir sind jetzt hier. Und wo stehen wir genau? An der Kurve, die Straße geht nach Südosten, die Straße geht nach Osten und wir stehen dann, und die geht nach Kurve nach Norden. Ja. Jetzt ist die Frage, ist das wirklich genau die Ecke? Haben wir vielleicht hier hinten die Ecke, nicht? Das könnte jetzt noch sein. Vielleicht sehen wir die Elpro Company. Pekodam.
Stern. Damm. Ansonsten ist nichts eingezeichnet. Damm. DI Spatti Commerciale. Ist das eine Bushaltestelle? Auch nicht. Ist Strommast. An was könnte man sich noch orientieren? Der Obststand wird auch nicht eingezeichnet sein. Hier kommt eine Brücke. Ist hier ein Fluss? Ja, hier ist ein Fluss. Haben wir hier irgendwo einen Fluss? Nee, haben wir nicht. Ein Fluss wäre erst hier. Das heißt, wir könnten auch hier sitzen. Aber Westen, Norden. Der geht Nord-Süd, der Fluss. Und der hört hier auf. Das heißt, wir können eigentlich überall gerade sitzen. In der Nähe, wo hier ein Fluss ist. Ah, schlecht. Not this good. SRL, das wird auch nicht stehen. Straße sieht jetzt auch nicht aus wie die bestausgebauteste. Also die 34A oder so. Weiß nicht, ob das hier passen könnte. Sondertotea. Sondertotea. Weil ich würde da ja jetzt einloggen, weil ich weiß genau, dass ich dann zu schnell bin und mich ärgere. Okay, haben wir irgendwas anderes? Hier, da ist da ein Ortsstück gewesen gerade? Craiova, über die 68. Oder nee, in 68 Kilometern. Okay, wo ist Craiova? Da unten. Ja, das passt. Richtung Süden. Das heißt, wir wären jetzt in der Straße. Südosten. Und da hinten macht die einen Bogen. Da ist auch die Tankstelle. Nonstop. Rempetroöl. Ja gut, das kann sich ja alles geändert haben, nicht? Rempetrogas. Okay, das passt. Also an der Tankstelle würde ich schon mal sagen, sind wir da. Dann ist der Fluss nicht eingezeichnet. Jetzt nochmal Nordwesten abchecken. Sehen wir da vielleicht so einen Feldweg? Nee, da kommt auch lange nichts. Aber hier müsste noch eine Tankstelle kommen. Peko Damm. Eigentlich. Aber hier gibt's keine. Und ich meine, hier steht ja, es geht zur 67B rüber. Deswegen, komm, ich sag, wir sind jetzt hier, wir sind an der Stelle von der 67B. So, Finish. 1,82 Meter. Endlich mal, endlich haben wir es geschafft. View Results, 18.000 Punkte haben wir. Wir haben 2 Minuten 14 in Bhutan gebraucht, 20 Minuten in den United States und 10 Minuten 35 in Rumänien. Das war doch mal eine erfolgreiche Runde und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge Geotastic mit einem weiteren perfekten Run. Bis dann.